habe noch einen zweiten Hit im Pedo. Ja, da ist die Botschaft ein bisschen versteckter. Ich habe mir nämlich überlegt, okay, wo sagen die meisten Leute, das gefällt mir? Und dann bin ich wieder bei den Katzenfotos auf Facebook gelandet. Tiere sind Erfolgsgarante. Und dann war mir klar, ich muss über ein Tier singen. Ich habe mich dann für das Tier entschieden, das uns Menschen am nächsten ist. Hättest du eine Idee, ja? Der Affe. Ich habe mich für einen ganz besonderen Affe entschieden. Der Bonobo. Bonobo heißt auch Zwergschimpanse. Unterscheidet sich von den normalen Schimpansen dadurch extrem friedfertig. Merkt ihr was? Die Bonobos, das müssten unsere Vorbilder waren. Der Bonobo ist das neue Wappentier von der UN. Übrigens, in der Großgruppe der Bonobos bildet die Weibchen den Kamm und übernimmt auch die Führungsrolle. Vielleicht sind sie deswegen so friedfertig. Aber das bloß nebenbei. So. Ich habe mich dann beim Text noch von eurem, von den schönsten schwäbischen Wörtern inspirieren lassen. Haben Sie da eine Idee? Schöne schwäbische Wörter? Ein Muggelsägele Schätze. Das inspiriert mich fürs nächste Mal. Ich verrate Ihnen Mais. Bombopapier. In der Steigerung Babbicks Bombopapier. So viel zum Text erstmal. Kommen wir jetzt zum Kostüm. Sie sehen schon, es wird jetzt exotisch. Exotik ist auch ein Erfolgsgarant. Willst du nicht unbedingt im Nachbarhaus haben, aber im Fernseher guckt man es gern. So. Jetzt. Jetzt so, dass unser Bonobo, bitte konzentrieren Sie sich. Also es ist so, unser Bonobo, der heißt in dem Lied, der heißt Bobo und der hat den Bonobo-Freund, der Bodo. Also es sagt in dem Lied, und der Bobo, der Bodo und der Bombo. Aber in Wirklichkeit geht es darum, dass man teilt und dass man sich gegenseitig unterstützt. Aber wie gesagt, die Botschaft ist ein bisschen versteckt. Jeder Fall ist aus dem Lied The Lion Sleeps Tonight ist geworden der Bobo schlotzt ein Bombo tonight. Oh Gottes Willen. Sie merken jetzt schon, das Ding ist vom Text her schon der Knaller. Wenn ich jetzt noch singe dazu aufhöre, dann kennst du gerade mal noch den Spatz von Avignon hätten gekriegt. Aber damit nicht genug. Es gibt noch eine sängerische Besonderheit. Ich werde nämlich mit dem größten Chor antreten, den der ESC jemals gesehen hat. Mit Ihnen allen! Ja, Sie müssen jetzt auch mal ein bisschen aktiv werden, nicht bloß immer da hocken und sich berieseln lassen. Sie sind genauso mitverantwortlich, dass unsere Welt friedlicher wird. So, deswegen brauchen wir drei Gruppen. Jetzt muss ich mal gucken. Einmal, muss ich schon gucken. Wir brauchen drei Gruppen. Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3. Gruppe 1, Sie haben eine Meister zum Tor. Sie sind dran in der Strophe und beim Refrain. Und Sie sind die tiefe Trommel des Zeller-Dschungels. Und Sie singen mit der Inbrunst eines Zeller-Ureinwohners. A Bombo, a Bombo. Immer zweimal und macht Sie die Bewegung ruhig mit, das hilft. Darf ich es mal sehen? Und? A Bombo, a Bombo, wunderbar. Bei der Strophe ist es immer so, ich singe vorne draus und Sie kommen nach hinten nach. Wir probieren das mal aus. Der Bonobo Bobo, der hat einmal a Bombo geschlotzt.
Abombo, Abombo, der Bonobobobo hat am Bodokreuz gär. Ja, der hat mutzt. Abombo, Abombo, lauft, lauft. Gruppe 2, Sie sind jetzt die gesammelte Bonobo-Population des Zellertschummels und Sie singen im Refrain leidenschaftlich. Oh. Ahu, bei der Bewegung bitte aufpassen, dass Ihre Nachbarn nicht an Gosch machen. So. Kinder muss bitte mal probieren. Achtung und Ahu. Die geborene Bonobos. Wie wenn sie nun nie was anderes gemacht hätte. Gruppe 3. Sie sind jetzt alle der Bonobobodo, der ja im ersten Moment nur Kolbombo gekriegt hat. Und deswegen sagen sie natürlich im Refrain ganz bestimmt I-Auwel. Darf ich das mal bitte hören? Und I-Auwel. Das steckt einfach in uns drin, gell? Dieses haben wollen. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Bei dem Lied können sie es jetzt richtig rauslassen und dann können sie es überwinden. So. Also, beim Refrain kommt alles zusammen. Wir starten mit der Bonobo-Population, gefolgt von alle Bodos und die tiefe Trommel hinten nach. Wir machen es zweimal durch. Achtung und Ahu, I-Auwel, Abombo, Abombo, Ahu, I-Auwel, Abombo, Abombo. Zählt 2 Punkte! Großartig! Jetzt können wir ein bisschen draufsetzen. Also, aber wir sind immer noch nicht fertig. Beim ESC war es ja nicht nur ums Lied. Es geht auch um die Bühnenpräsentation. Und da habe ich jetzt tatsächlich weder Kosten noch Mühen gescheut. Achtung. Yippie! Wow. Und sie schließt wie bei Armeleid. Achtung. Yippie! So, Dilly. Und Hinterschläge. Ich brauche schon Sonnenbrille. Ja, genau. Und der strahlt wie Mio. So, und jetzt bitte noch, Herr Technik, können wir noch ein schönes Licht machen? Und jetzt frage ich Sie, are you ready? Yes. Ja, ich weiß nicht überhaupt nicht her, ich muss nur mal fragen. Are you ready? Yes. Say yeah. Yeah. Jetzt bitte vollste Konzentration, Silenzio, damit man der Einsatz nicht verschlafen. Musik bitte. Bonobobobo, der hat einmal ein Bombo geschlagen. A Bombo, a Bombo. Bonobobobo hat ein Bodo geschlagen. Der hat gemutzt. A Bombo, a Bombo. A Hu. Nein, a Bombo, a Bombo, pass auf beim Bombo, hat's a Bombo-Papierle, rom rom no fei. A Bombo, a Bombo, a I-Auwel, a Bombo, a Bombo, a I-Auwel, a Bombo, a Bombo, der Bonobobobo tut beim Bodo sein Bombo. Papierlera, a Bombo, a Bombo, the Bodo bet the Bodo, Spombo Papierle, and Svitlana, a Bombo, a Bombo, a Bombo,
a bombo, a bombo. Siehst du im Wald ein Peppigs Bombo Papierle am Baumbäcker drauf? A Bombo, a Bombo, weißt du ganz genau, Bono Popobo und sein Freund Popodo sind da. A Bombo, a Bombo, a ist das gar nicht nett. A Bombo, a Bombo. Das ist nicht nur nicht nett, sondern außerdem wirst du auch dick und fett. Und außerdem will dann auch überhaupt niemand mehr was mit dir zum Dorn, weil du als Ego bloß an dich denkst. Und jetzt können sie mal überlegen, ob sie so ihren Lebensabend gestalten wollen. Vereinsamt und fett. Dankeschön. Jetzt ein starker Abgang, gell? Ja. Habe ich am Schluss die Message nur noch ausgehauen. Das war mir wichtig. Aber Spaß hat's gemacht, gell? Ja. So, ne? Spaß. Wisst ihr, ich glaube, man wird sich öfter mal zum Aff machen.